Hallo zum Tageshoroskop vom 3. Januar bis zum 15. Januar. Wir schauen hier, wie die Sterne an diesem Freitag und am Wochenende stehen. Ist natürlich wieder viel los, viel zu erzählen. Wollen wir mal schauen, dass wir das hier in diese 15 Minuten reinbekommen. Ja, also es ist folgendermaßen. Wir haben die Sonne hier weiterhin natürlich im Zeichen Steinbock. Und jetzt hier im letzten Abschnitt. Das heißt, hier haben wir eine Betonung von der Verantwortung und Prüfung in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Arbeit. Und gerade diese Themen sind ja auch massiv gerade im Mittelpunkt. Also zum Beispiel dort, die Räumung dort. Also die Sonne zeigt ja, wohin das Licht scheint, wo hingeleuchtet wird quasi. Die Strahler gehen hier auf die staatliche Ordnung. Steinbock und das Ganze, wie gesagt, in dem Bereich Umwelt. Und das kommt dann zu so einer Situation wie dort in Lützerath, wo quasi dann dementsprechend hier aufgeräumt wird. Und dann haben wir den Mond auch noch hier zu Mitternacht im Erdzeichen, im Mitternachtshoroskop am Freitag, also quasi von Donnerstag auf Freitag Mitternacht hier. Und der ist dann aber am Freitag bereits früh morgens ab kurz vor 4 im Zeichen Waage und bringt dann hier ja die Bedürfnisse nach einer Begegnung, und das kann sein, dass sie auch heimliche Begegnungen eine Rolle spielen, weil das Ganze sich ja hier in dem Mitternachtshoroskop im Bereich des 12. Hauses abspielt, und das ist so quasi hinter den Kulissen oder Heimlichkeiten. Vielleicht hat man auch das Bedürfnis einfach es kommt also nicht zur Realisierung dieser ganzen Geschichte, kann natürlich auch sein. Also, dass man hier die Wünsche hat nach Kontakten. Und auch am Samstag läuft dann der Mond hier durch das Luftzeichen Waage, aber dann halt hier im ersten Haus. Also das heißt, da ist dann quasi am Samstag stärkeres, ja, realistisches Begegnen angezeigt, und man selbst fühlt sich auch vielleicht wohl mit sich selbst, weil Waage ist natürlich immer so ein Zeichen der Schönheit, des Ausgleichs, und man selbst ist dann ausgeglichen oder fühlt sich hier ausgeglichen, und das ist natürlich eine schöne Energie, die du hoffentlich hier zu spüren bekommst. Ja, und auch am Sonntag bleibt dann der Mond noch hier in der Waage den halben Tag, und ab 13 Uhr, also kurz nach 1, wechselt er dann in den Skorpion, und dann bringt er für den Sonntag Nachmittag und Abend, also Abend, Nachmittag und Abend, dann so eine Energie, wo man ja sehr genau auf die Gefühle schaut, wo man also sehr ja, intensiv sich mit Gefühlen befasst, wo man vielleicht sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt, wo man sich vielleicht besonders ja eine Begegnung wünscht, eine Beziehung wünscht, eine feste Beziehung. Sexualität kann natürlich auch eine Rolle spielen im Zeichen Skorpion. Vielleicht ist man selbst auch hier so ein bisschen hintergründig, so ein bisschen ja linkisch vielleicht auch, weil Skorpion, der hat ja den Stachel nun mal. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall setzt man sich selbst intensiv mit Dingen auseinander in der Phase. Ja, und ansonsten haben wir dann so viel zum Mond erstmal. Die Sonne ist heute exakt verbunden mit Neptun. Das ist hier eine Konstellation, die bringt hier, ja, die Möglichkeit für soziale Taten, für, ja, Mitgefühl. Und das kann sich im Kontext von Gesundheit oder mit der Arbeit, zeigen. Es kann sein, dass hier Sehnsüchte bei der Arbeit eine Rolle spielen im Leben. Es kann sein, dass hier Löwe und Fisch günstig miteinander kommunizieren oder verbunden sind. Es kann sein, dass ja Auflösungen bei der Arbeit passieren. Vielleicht gibt es die Gelegenheit, dass jemand geht. Also das könnte dann also quasi ja vielleicht nicht so ein abrupter Rauswurf sein, sondern eine smarte Kündigung oder so. Das wäre natürlich auch denkbar. Oder ansonsten halt auch natürlich, dass vielleicht auch in der familiären Kommunikation hier viel ja, Empathie gezeigt wird.
Ansonsten, Sonne Neptun ist auch immer eine schöne spirituelle Energie für spirituelle Praktiken. Da ist man dann hier sehr, ja, genau, sehr, macht das sehr geschickt, sehr strategisch, sehr nach Plan vielleicht auch. Und ansonsten ist es aber auch eine gute Energie wirklich für, ja, künstlerische Aktivitäten, für Malerarbeiten theoretisch auch. Oder ansonsten halt auch alles, was viel Feingefühl erfordert. Ja, und dann haben wir am Sonntag, das kann aber auch bereits heute oder auch am Samstag spürbar sein, die Spannung von Venus hier zu Uranus. Venus im Wassermann und Uranus im Stier, also in fixen Zeichen. Und das ist natürlich dann, also wenn es da zu Veränderungen in Beziehung kommt, dann hat das eine krasse Sprungkraft. Also diese Konstellation ist ja eh ein Quadrat, das immer sehr dynamisch ist, ein dynamischer Aspekt. Und das zeigt also hier ja Veränderungen in der Liebe, Veränderungen in den Finanzen, die das Zuhause betreffen können. Also vielleicht gibt es zu Hause eine Renovierung, eine Verschönerung und das kostet hier Geld vielleicht. Oder es gibt einen unerwarteten, ja, vielleicht geht etwas kaputt. Also ein Glas könnte kaputt gehen zum Beispiel oder irgendein Kunstgegenstand wird gestohlen. Das könnte natürlich auch sein. Und dann gibt es vielleicht mit der Versicherung hier Ärger oder eine Herausforderung mit der Versicherung. Das könnte auch sein. Ansonsten kann es auch sein, Beziehungen zu Hause, die sich zeigen, die überraschend stattfinden. Also vielleicht ein unerwarteter Besuch. Und oder eine unerwartete Forderung von jemandem in der Familie, eine Veränderung bei jemandem, mit der man nicht rechnet. Vielleicht hat jemand hier finanzielle Schwierigkeiten, das kann auch sein. Ja, oder es kann natürlich auch sein, dass man hier herausgefordert wird durch einen finanziellen Gewinn oder durch eine Erbschaft. Und dann plötzlich steht man da und es ist quasi etwas überfordert. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten ist das auch eine Konstellation für Trennung. Und Venus und der Mondknoten sind ja auch in diesen Tagen verbunden, also Venus, Mondknoten und Uranus. Also das ist eine Energie für Trennung, für Herausforderungen bei Kontakten. Vielleicht kommen Kontakte nicht so zustande. In dem Zusammenhang wollte ich auch noch zwei andere Meldungen sagen, die jetzt gerade im Boulevard zu lesen waren. Und zwar hat sich der TV-Koch Roland Rettel, der auch diese Sendung, ja, wie heißt die jetzt? Also diese Date-Sendung beim Kochen in seinem Restaurant, also so Dates. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall hat der ja gerade sich um Dates kümmert, also quasi sein eigenes Date, seine Ehe anscheinend, da hat er sich wohl nicht so gekümmert. Also auf jeden Fall hat er sich getrennt. Und das ist also jetzt eine berühmte Person, die jetzt sich gerade getrennt hat. Und das passt also zu diesen Energien, also eine unerwartete Trennung. Und ja, dann gab es auch noch diesen tragischen Todesfall von dem Supermodel Tatjana Patitz. Und Venus ist natürlich auch Indikator hier für Models, für Schönheit, weibliche Schönheit. Und im Zeichen des Überraschenden und dann auch in Spannung zu Uranus und zum Mondknoten, also überraschende Todesfälle, kann das natürlich auch, ist ja auch eine Trennung, also eine sehr krasse Trennung, kann das auch anzeigen. Und sie ist ja gestorben angeblich also beziehungsweise, also war ja die Meldung an Brustkrebs. Ich habe da allerdings meine Bedenken, dass das ein normaler Krebs war, sondern also ich weiß es nicht natürlich, aber es ist nur eine Vermutung, weil es gibt ja sehr viele Krebsfälle. Und also mittlerweile, wenn man da ein bisschen Auge drauf hat, und das ist natürlich auch meiner Meinung nach eine Nebenwirkung der Impfung, und das ist nämlich auch so ein Turbokrebs, der da stattfindet. Also wenn man sich da ein bisschen mit befasst, das ist schon echt erschreckend. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn du da anderer Meinung bist, dann ist das natürlich auch okay. Aber auf jeden Fall ist das halt eine sehr, sehr, ist ja auch ungewöhnlich, dass jemand so früh stirbt. Und naja, auf jeden Fall zeigt sich das hier auch. Und genau, das sieht man auch noch in einer anderen Geschichte. Und zwar, der Mars ist ja jetzt wieder direktläufig, aber in dem Moment, also gerade am 11., als die Tatjana Patitz gestorben ist, da stand er still am Himmel. Und Stillstand ist natürlich auch eine Form des Todes. Und Tatjana Patitz ist ein Widder gewesen und Widder werden durch Mars symbolisiert. Also, und dann gab es im Zeichen Zwillinge, also gab es die Nachricht vom Stillstand eines Widders.
Und das ist in extremer Form natürlich dann auch ein Todesfall. Also auch da sieht man wieder sehr extrem, wie die Sterne hier funktionieren. Ja, was noch zu sagen? Merkur und der Mondknoten sind miteinander verbunden, günstig. Und Merkur ist ja weiterhin rückläufig. Also das bringt also viele Nachrichten, die hier mit der Vergangenheit zu tun haben, viele karmische Gespräche vielleicht, karmische Begegnungen, die jetzt in diesen Tagen stattfinden. Also Merkur ist exakt auch, verbunden mit dem Mondknoten am Samstag. Und das ist also, wie gesagt, eine Energie, die halt hier auch schicksalhafte Ereignisse für der politischen oder gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Ebene anzeigen kann, weil das Ganze, also der Merkur sich ja im Zeichen Steinbock stattfindet, aber halt auch schicksalhafte Nachrichten, die mit Finanzen zusammenhängen können. Also wieder viel los. Der Aszendent bleibt hier immer noch im Zeichen Waage. Das heißt, wir haben hier eine starke Betonung von geistigem Austausch, der hier im Privaten stattfinden kann. Und ja, viele unerwartete ja, Gedanken vielleicht bringen kann. Und Ergebnis dieser Tage ist weiterhin der MC hier im Krebs. Das heißt, wir haben hier eine Energie von ja, familiären Themen, Heimatthemen, von Versorgungsthemen, von Gefühlen, die eine besondere Rolle spielen. Und das Ganze jetzt aktuell, gerade jetzt heute und morgen den halben Tag so, im Bereich des Rückzugs. Also vielleicht spielen jetzt Gefühle eine Rolle, die hier im Verborgenen stattfinden. Also vielleicht auch natürlich Liebesgefühle, weil ja das in der Waage stattfindet, jetzt am Freitag, also heute und morgen. Also das soweit dazu. Mars wieder direktläufig, darf wieder ein bisschen Schwung in diese Zeit bringen. Ansonsten steuern wir natürlich langfristig hier auf wirklich unglaubliche Veränderungen zu, weil der Pluto ja bald in Wassermann eintritt und hier Ende vom Steinbock befindet. Und das ist natürlich eine Energie, wenn der Pluto nach über 250 Jahren wieder in den Wassermann geht, wenn das dann quasi hier, also das wird schon quasi so ein Erdbeben geben, also auf welcher Form auch immer. Also das ist natürlich dann massive ja, Schwankungen auf der Welt, also in welcher Form auch immer, wie gesagt. Aber das Wichtige ist halt immer, bleib selbst in der Ruhe. Versuch deine Mitte zu finden, blende die kritischen, extremen Sachen aus, also wenn sie dir nicht gut tun, und dann kommen wir da alle gut durch diese Zeit. Dann bedanke ich mich für dein Interesse, freue mich über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du selber Interesse an einer Beratung hast, dann kann ich das nur von Herzen empfehlen. Ist eine super Investition. Der Link ist hier drunter. Den kannst du mich einfach über das Kontaktformular anschreiben. Ja, und ansonsten sehen